Mr. Versetti. Colonel. Thank you for coming. Please sit. Lobster? No, thanks. I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. I've been carrying Gonzalez for years, but now his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzalez. Did he do it? It's the money that's important to me. For this kindness, I'll reward you. And then, we will find your money together. He will be at his penthouse, half drunk, probably. Use this. Diese Mission ist eine Anspielung, oder was heißt Anspielung? 1:1 kopiert aus Scarface natürlich. Es ist natürlich zugegebenermaßen eine ganze Menge aus Scarface kopiert. Allein das Setting allgemein betrachtet, auch später in der Villa, die noch kommen wird. Also wer Scarface nicht gesehen hat, es wird einige Parallelen geben, die man wiedererkennt. Das ist ein Klassiker, anschauen ist Pflicht. Aber ich glaube, das ist ohnehin mittlerweile bekannt. Man muss mit einer Kettensäge, ich weiß nicht, ob es überhaupt, ich kann nicht sprechen, ob Pflicht ist, den Kerl unbedingt mit der Kettensäge erledigen zu müssen, aber so ist es auf jeden Fall lustiger. Man düst zu dem Kerl hin und muss ihn letztendlich sauber ermorden. Ob man es jetzt mit der Kettensäge unbedingt macht, weiß ich nicht. Da angekommen gibt es erstmal noch eine kleine Cutscene. Und dann läuft er natürlich erstmal weg, weil er checkt, was los ist. Die ersten Meilen kann ich auch sauber wegsägen. Aber er flieht natürlich. Und dann bin ich noch so verfolgt, nochmal eine Cutscene. Und dann hier auf der Straße muss man ihn kriegen, den Gonzales, weil er läuft ja so langsam davon. Allerdings, wenn man die Kettensäge in der Hand hält, ist man auch ziemlich langsam. Was es nicht unbedingt einfach macht, ihn einzuholen. Irgendwann macht man es doch. Also ich glaube, es ist kein Problem, wenn man es einfach mit der Pistole erledigt. Aber Kettensäge ist lustiger. Also die Mission ist ja eigentlich ganz gut durchdacht. Du bringst jemand aus Rache mit einer Kettensäge um, damit es sich auch lohnt. Aber das Ganze genau so umzusetzen, wie es von Rockstar gedacht ist, ist dann gar nicht mal so leicht. Da spielen dann viele Faktoren mit rein, ist egal. Der Gedanke ist alles, was zählt. Aber dann wird man von Polizei verfolgt, logischerweise. Man ist ein verrückter Kettensägenmörder. Und dann wird man Pain Spray vorgestellt. Auch ein absoluter Klassiker, wenn man von der Polizei verfolgt wird. Was macht man? Düst zum nächsten Umlackierladen. Kostet $100 und schon ist man das Fahndungslevel los. Diesmal kostenlos. Und das war's.